Moin Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. So, wow, immer mit der Ruhe. Es ist gerade noch immer Blood Moon. Ihr seht's, der Mond steht am Himmel und blutet. Und wir killen einfach mal hier munter die ganzen Gegner, würde ich sagen. Die einzige Sache, die wir dann eigentlich heute angehen wollten, war gegen die Twins zu kämpfen. Da müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. Die Nacht ist ja nicht mehr allzu lang. Dann kommt nochmal ein Tag. Dann muss ich mal gucken, was ich denn den Tag über mache. Aber da wird uns auch schon irgendwas Interessantes einfallen, hoffe ich mal. Oh, so viele Zombies, ey. Wow, okay, jetzt kommt die Augenarmee hier an. So, ein bisschen neues Mana können wir immer gut gebrauchen. Oh, hier in der Arena lauert auch schon ein Vieh. So, und wir holen uns hier nochmal, zack. Ein bisschen mehr Schaden für unsere Zaubersprüche. So muss es sein. Nice one. So. Ja, ich muss mal schauen. Mal gucken, ob wir die Twins heute besiegt bekommen. Beim letzten Mal haben wir es ja nicht geschafft. Ist mein Inventar voll? Ja, scheinbar. Hau ich mal den Matt hier weg. Dann kann ich zumindest die Augen mitnehmen. Die Linsen, Entschuldigung. Die Augen natürlich nicht, die Linsen. Wow, okay, es sind ein paar... Wow, stärkere Gegner. Der scheiß Geist hier. Kommt der einfach hier zu mir angerannt? Ich finde unseren Zauberspruch so mega laut. Fast schon ein bisschen zu laut, ey. Da muss ich ja total schreien hier, damit ihr mich noch verstehen könnt. Hallo? Hört mich jemand? So. Ja, der einzige Nachteil an dem Zauber ist, ich meine, der trifft immer nur eine Person, oder? Guck mal, wenn ich jetzt... Nee, oder schlägt er doch durch? Ich bräuchte mal irgendwie einen Gegner, um das zu testen. Ja, okay, der schlägt durch. Aber nicht immer, habe ich das Gefühl. Oder diese Rüstung, die blocken das nur ab. Keine Ahnung, Leute, fragt mich bitte nicht. Ich kann es euch auch nicht sagen, was da los ist. Los, komm, hoch mit dir. Spring da. Das Gringo. So, es wird schon ein bisschen heller, Leute. Das heißt, es wird gleich erstmal Tag. Und ja, was machen wir dann den Tag über? Ich habe keinen blassen Schimmer. Habe ich irgendwas zu tun? Ich meine, gut, ich könnte weiter noch ein paar Souls farmen. Gehen. Ansonsten... Sonst fällt mir nichts ein. Ich werde gleich erstmal gucken, ob wir uns jetzt irgendwie einen coolen neuen Zauberspruch herstellen können. Das könnte noch ganz interessant werden, glaube ich. So. Aber ansonsten... sehe ich das Problem eigentlich nicht. So, okay, alles klar. Jetzt ist es Tag. Wenn man jetzt wüsste, wie lange der Tag immer bleibt. Ich glaube, 12 Minuten oder so. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich reaktiviere mal eben den Dingens hier. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Ach ja, wir haben das Cross-Necklace gefunden. Was brauchen wir nochmal? Ich meine den Star-Cloak, oder? Kann das sein? Ja, genau, den Star-Cloak. Dann würden wir diese Star-Veil bekommen. Da ist wieder nur die Frage, was tun wir dafür weg? Wir haben hier unten etwas mit Mana und Mana-Regeneration. Ja, das kann ich eigentlich nicht weggeben. Das Schild brauchen wir eigentlich auch. Ah, eigentlich brauchen wir alles hiervon. Tja. Also kann ich mir das Cross-Necklace wohl überhaupt nicht leisten. Na, das ist ja schlecht. So, ich mache mal eben ein paar Quick-Stacks. Okay, hier werde ich nicht sonderlich viel loswerden. Hier schon eher. So. Und den Rest hauen wir mal eben hier bei ihm weg. Pixie Dust, ne, den Pixie Dust behalten wir erstmal. Diesen Shackle, den können wir aber nicht gebrauchen. Ein Piranha Banner. Ja, den können wir erstmal behalten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon in der anderen Welt haben. Ach ja, hier ist ja alles voll. Alles ist voll, alles ist voll. Spelunker Potion, schönes Ding. Pearlster, und man braucht keinen Mensch. Wir könnten uns mal eben schnell mit den Lead Barren
Und den Linsen, wenn ich sie denn finde, ja, hier, können wir uns einmal schnell so ein Mechanical Eye herstellen. Zack. Sehe ich aus, als ob ich nochmal Bock habe, gegen die Twins zu kämpfen? Nein, sehe ich nicht, falls ihr jetzt hier die falsche Antwort gegeben habt. So, Soul of Night haben wir hier, bla bla bla. Ach, guck mal, das Cross-Necklace haben wir ja sogar schon mal gehabt. Ja, Lecco Mio, das wusste ich ja überhaupt nicht. Kannst mal sehen, wieder was gelernt. Habe ich nicht irgendwo noch ein Spell-Tome? Ich dachte, ich hätte mir da eine Bücher, habe ich hier. Ich dachte, ich hätte mir damals irgendwie gleich 3, 4 Stück gekauft oder so. Die Lava-Dinger habe ich ja auch noch. Skeleton Prime Trophy hängt hier noch rum. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob wir die schon in der Hall of Fame haben. Ich meine nicht. Hier ist noch ein Shackle. Den brauchte ich vielleicht nochmal, um irgendwas zu craften. Deswegen liegt der da erstmal rum. Nun gut, komm mal her, mein Lieber. Dann bekommst du von mir das Crossnet. Das ist nur 3 Silber wert. Ist ja lächerlich. So, dann muss ich mir noch ein bisschen Gold holen. Zum Glück haben wir hier mehr als genug. Und dann kaufen wir uns ein Spelltome. So, wie viele Crystal Shards brauchten wir denn jetzt dafür? Fragen wir einfach mal hier den Steve. Der weiß doch eigentlich immer, was da abgeht. Ah, für die Harfe brauchen wir die später auch. Soul of Sight und so weiter. Rainbow Rod. Oh, die Rainbow Rod macht ja mega Damage. Unicorn Horn, Pixie Dust, Soul of Light und Soul of Sight. Aha. So, hier ist aber der Crystal Storm. Da bräuchte ich 30 Shards und... Oh, 15 Souls of Light. Scheiße, die Wand. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Crystal Storm würde 37. Das ist ja nicht so viel. Unserer macht hier 88. Aber der Crystal Storm insanely fast. Und der hier very fast. 4 Mana. 8 Mana. Ah, frag mich nicht, was besser ist. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber wir müssen sowieso Souls of Light dafür haben. Dementsprechend, ja komm. Laufen wir halt nochmal schnell in die LSD-Welt. Und suchen ein paar. Also viele Zaubersprüche benötigen scheinbar Souls of Light und Crystal Shards. Und die Souls of Sight. Das wundert mich irgendwie, dass ich die Souls of Sight dafür so sehr brauche. Die Sicht könnte man ja meinen, braucht man eher für geile Bögen oder so. Aber nein, falsch gedacht. Wir brauchen sie für die Zaubersprüche. Bam, bam. Nun denn. So, soweit ich mich erinnere, haben wir uns da irgendwo runtergegraben gehabt. Um zur Underground-LSD-Welt zu kommen. Die war ja... bisher noch nicht aufgedeckt von uns. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ich meine irgendwo bei dem Baum, bei dem großen. Werden wir dann schon sehen, wenn auf einmal ein Tunnel runtergeht. Hey, das wird wahrscheinlich dann der Tunnel sein, den wir gegraben haben. Mach's gut. Ah ja, genau. Hier ist auf jeden Fall schon mal die LSD-Welt. Und dann müssen wir jetzt nur noch drauf achten. Oh, moin. Die kleinen Ah, shit, ich kann gerade nicht attackieren. Die scheiß Pixies da. Und jetzt ist es gleich weg. Zack. Wir müssen ja aufpassen, dass wir jetzt nicht absaufen. So, immerhin das Einhorn getötet. Ach stimmt, die Einhornhörner brauchen wir ja auch noch. Also müssen wir sowieso hier in der LSD-Welt ein bisschen was abfarmen jetzt erstmal. Pixie Dust kann man immer gut gebrauchen, um sich diesen Mega-Pixie da herzustellen. Ja, die droppen auch immer schön viele Pixies. Das ist nice. So, Einhörner können von mir aus aber wirklich gerne kommen. Hallo, irgendwelche Einhörner hier, die vielleicht nochmal ein bisschen Krieg wollen gegen mich? Nein? Okay, schade. Hier ist auch mega viel Wasser. Hier sind wieder Pixies, okay. Zack. Ist hier irgendwo noch ein bisschen mehr Landfläche? Wie sieht's hier drüben aus? Jo, doch, hier drüben. Ah, genau, da haben wir uns runtergegraben. Ah, die LSD-Welt ist echt recht klein. Wird auf beiden Seiten vom Meteor
begrenzt. Auf der einen Seite ist zwar nicht mehr so viel Meteoritengestein, aber hey, trotzdem breitet sich das merkwürdigerweise nicht mehr aus. Obwohl die Lianen hier runter wachsen und ich glaube, wenn die hier rauf treffen, dann wird sich die LSD-Seuche weiter ausbreiten. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. So, jetzt haben wir... Die Sonne steht fast im Zenit. Und das nach 7 Minuten ungefähr. Also ist der Tag doch ziemlich lang, wie es scheint. Jo, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt runter oder warte ich hier auf diese blöden Einhörner? Das ist natürlich die Frage des Tages. Ich gehe erstmal runter, würde ich sagen. So. In der Hoffnung natürlich, dass wir ein paar Crystal Shards finden und ein paar Souls. Ihr habt ja selber gesehen, die Souls sind auf jeden Fall Pflicht für uns, damit wir diese anderen Items überhaupt hergestellt bekommen. Und wir wollen ja ein paar neue Sprüche auch nochmal ausprobieren. Von daher führt da kein Weg dran vorbei. Bin ich jetzt falsch gegangen? Nee, hier sind wir scheinbar durchs Wasser geschwommen, okay. No risk, no fun, oder was habe ich mir hierbei gedacht? Okay, soll mir recht sein. Ah, Vorsicht. Kommen wir hier raus? Noch nicht, aber wir können hier natürlich mal eine Lücke bauen. So, sehr schön. Und dann ist das alles gar kein Problem. Doch. Da oben war noch ein Pixie. So, die Truhe, die war hier, ne? Oh ja, wenn ich jetzt mal, ja, die... Das ist eine echte Truhe. Und das sind echte Spinnen. Oh mein Gott. Tot. Aha. Ah, schau mal an. Direkt eine Soul gedroppt. Oh Gott, diese Spinnenweben. Die nerven vielleicht. So. Okay, alles klar. Willkommen in der Underground-LSD-Welt. Jaha. So, die Crystal Shards hier werden natürlich abgefarmt, soweit wir da rankommen. Denn, ihr habt es ja selber gesehen, Leute, wir brauchen die... Mach mal ein bisschen Licht hier. Wir brauchen die Pixel Shards. Die Crystal Shards natürlich, nicht die Pixel Shards, was ich mir immer laber, ey. Um uns die neuen Spells herzustellen. So, einmal, zweimal, wieder ein paar Crystal Shards mehr. So muss es sein. Der Qualle auch nochmal geholfen, wieder zurück ins Wasser zu kommen, nur... um sie dann anschließend zu töten. Oh mein Gott, wir sind so ein schlechter Mensch. Aber hey, das zeichnet uns aus. So, und ihr dürft gerne die paar Souls droppen, die ihr noch so im Inventar habt, hätte ich jetzt fast gesagt. Die ihr in euch tragt, die Seelen. Kann ich alle gebrauchen. Jede einzelne. Wow, scheiß Bogenschütze. So, der Illuminated-Viech hier droppt natürlich erstmal schöne Soul. Genau so stelle ich mir das vor. Und auch hier haben wir wieder eine Soul bekommen. Nice one. Die Illuminaten-Fledermaus. Oh mein Gott. So, warte mal. Die Qualle töten wir auch nochmal schnell. Hey, die kann eine Soul droppen, Leute. Muss man immer so sehen. Immer praktisch denken. Vorsicht, da kommt ein Slime. Na, nichts gedroppt. So ein Kackvogel. Oh, guck mal. Eine Mimic Chest und unser Zauber hat direkt auf die Mimic Chest einfach geschossen. Den Magic Dagger haben wir bekommen. Den finde ich persönlich nicht so geil, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, noch nie so wirklich benutzt. Ey. Aber hey, muss ja jeder selber wissen, was er geil findet. Muss ja jeder selber wissen. Also wir haben doch schon hier eine Menge Souls gerade abfarmen können. Dafür, dass es hier... noch gar nicht mal so viel Zeit vergangen ist. Ey, den Crystal Shard wollte ich haben. Ey! So, geht doch! Da oben ist noch eine neue Crystal Shard. Jetzt müssen wir mal schauen. Oh mein... Toll, meine Verteidigung ist nur noch Hälfte. Für 3 Minuten sogar. Das ist ja ein bisschen lang, finde ich. Kann man bestimmt bei der Krankenschwester auskurieren. So, unser Debuff ist auch wieder, unser Buff ist auch weg, wo wir mehr Schaden machen. Das bedeutet, es ist jetzt, sind jetzt 10 Minuten vergangen, seit wir hier sind. Wow, Chaos-Element. Also wir sind seit 10 Minuten mindestens von der Basis weg. Und das bedeutet, es könnte bald soweit sein, dass die Nacht hereinbricht. Das heißt, ich werde dann in absehbarer Zeit
mich zurück teleportieren. Also wir haben eine Menge Souls bekommen, oder? Ja. 11 Stück haben wir schon im Inventar. Ich meine, ein paar hatten wir noch über. Ich glaube, 2 Stück oder so. Aber trotzdem, dafür, dass wir noch nicht so lange hier sind, wow, ging das echt zügig. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir so schnell ein paar Souls... Gib mir auch eine Seele, du blöder Goldfisch. Die Goldfische denken immer, sie sind was Besseres als wir, habe ich das Gefühl. So, Crystal Shards, Crystal Shards. Da unten sind auch noch ein paar. Zack, na komm, die nehmen wir noch schnell mit. Ey, runter mit dir. Sehr gut. Und dann teleportieren wir uns mal schnell nach oben. So, ja doch, die Sonne senkt sich langsam dem Horizont entgegen. Sehr schön. Ich werde mal eben bei Katie. Ja, sehr gut. Die hat mich einmal von den negativen Effekten befreit. Das gefällt mir. So, wir haben ein paar Souls. Wir haben genügend Souls. Ne, nicht genügend Souls für den Zauberspruch, aber egal. Den Magic Dagger kann ich weggeben. Oh, obwohl der macht ja Magieschaden. Das heißt, den dürfte ich theoretischerweise sogar nehmen. 55. Boah, muss ich nur mega klicken wieder. 55 Schaden. A Magic Returning Dagger, okay. Der kommt aber nicht zurück. Hä? Ich will ja nichts sagen, aber in meinen Augen kommt er nicht wirklich zurück. Hier steht doch. Ja, a Magical Returning Dagger. Nee, nicht wirklich. Der kommt nicht wirklich zurück. Selbst wenn ich mir jetzt hier hinstelle. Nee, der macht gar keine Anstalten, irgendwie ansatzweise zurückzukommen. Das ist doch irgendwie, ne? Egal, den nehmen wir nicht. Wir haben ja hier noch immer die Pisse und den Dingens. Genau, erstmal anpissen, dann zack, 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 zack. Da kann ich immerhin schön gedrückt lassen. Ja, gedrückt lassen finde ich immer nett. Das ist immer schön. Okay, Leute, an dieser Stelle mache ich dann einen Cut für heute. Wenn ihr mögt, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder und dann werden wir gegen die Twins antreten. Drückt die Daumen, dass wir es schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.